Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst dort ein Follow da. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Zurzeit gibt es da leider keine Wettkämpfe. Finde ich ein bisschen schade. Aber ab morgen wird dann auf jeden Fall ein Stream folgen. Heute muss ich mal schauen, wie viel Zeit ich so habe. Ich denke mal, aber ich sollte schon Zeit finden zu streamen. Ansonsten werden wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal den Itemshop angucken. Und heute haben wir zum einen neues Paket bei den zeitlich begrenzten Angeboten, passend jetzt zum Valentinstags-Event, wozu wir ja auch hier die Liebe- und Krieg-Herausforderung haben. Und by the way, der Modus hier, dieser Creative-Mode-Modus im Prinzip, ist echt eigentlich ziemlich nice, ist eben halt so ein CSGO-Modus. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gespielt habt, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, den einmal anzutesten. Die Challenges sind dafür auch eigentlich relativ leicht, also leicht verdiente kostenlose Items. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings die vorgestellten Items erstmal an. Und von gestern haben wir den Sadie-Skin. Der Shop hatte sich ja, glaube ich, um 17 Uhr, 16 Uhr, irgendwas so in dem Dreh, gestern nochmal aktualisiert. Und dann kamen eben mal diese Skins rein. Da hat man noch zwei Stile, die man freischalten kann, wenn man die dazugehörigen Herausforderungen abschließt. Genauso wie beim Eisenfratzer-Skin. Genau die gleichen Challenges. Die Spitzhacken bekommt man, also alle Stile der Spitzhacke bekommt man auch einfach so. Das heißt, dafür muss man nicht nochmal extra eine Challenge abschließen. Das kann man natürlich auch einzeln kaufen. Als nächstes haben wir dann den Steinherz-Skin mit den Liebesschwingen als Backpack und der Herzschmerz-Spitzhacke. Dann haben wir den Riley-Skin als nächstes mit der Wild X-Lackierung. Dann den Rächerin-Skin, die Wutstreiterin, die war ja auch gestern neu reingekommen und ist deshalb eben halt heute auch noch im Shop. Als nächstes haben wir dann die Verbandlackierung, dann haben wir den trägen Shuffle, lass es regnen und heute neu als letztes den Konzentriert-Emote. Ist sogar ein Fortbewegungs-Emote, wo man sich, glaube ich, langsam dann fortbewegt. Ist auf jeden Fall ganz nice, das Emote. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.